dann ist es deins, genau. Gebietsansprüche machen, dann stellt sie eine Fahne. Was sind jetzt drauf? Nein! Toll! Nein! Was war das denn jetzt? Das war ein Cheater! Nein! Jetzt sind wahrscheinlich alle gestorben vom Server. Ach, scheiße. Echt oder? Jetzt? Bei mir steht nur Godgeld, Black Sheep und Alf Wars Guild. Bin mir da nicht so ganz sicher. Der hätte aber eine Granate auf uns geworfen oder so. Ach, hätte doch geknallt. Das hätte ich gehört, ja, eigentlich. Ernsthaft? Das für ein Scheiß. Hätten wir einen normalen Chat-Channel, könnten wir ja fragen, ob alle gestorben sind. Haben wir ja leider nicht. Och nee. Wir können ja gucken, ob die Kills noch da sind von den anderen Leuten. Jetzt Ranking-Dingsbums. Ach nee, jetzt kann ich wieder da hochlaufen. Wieder einmal. Ja, das Dumme ist bloß, dass wir, wenn wir jetzt da hochlaufen, man hat ja jetzt nichts dabei. Ja, das ist ja. Ja, das war doch bestimmt Cheater, bestimmt. Aber warum wir drei? Weil wir da wahrscheinlich wie die Affen drauf rumgestanden haben und gar nicht gesehen haben, ob einer gekommen ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass da jemand war. Dann hätten wir was gehört, oder? Nein, es war. Es sind wahrscheinlich alle auf dem Server gestorben. Warum stehen nur wir drei im Display? Ja, das ist die Frage. Ja, wer hat da einen Triple Kill gemacht? Kamishobo im Wasser? Was ist denn das? Das ist doch schön. Wo ich habe gerade nicht geguckt, wo ich bin. Ich auch nicht, aber ich renne das wirklich. Ich renne jetzt wie ein Blöder da hoch. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich bin. Ja, Leute, ich unterbreche mal bitte gerade die Aufnahme, weil das müsste ich euch nicht antun. Wenn ich da oben wieder angekommen bin, werde ich wieder aufnehmen. Macht's gut, tschüss. Jo. So, Leute, da sind wir wieder nach dem Angriff der Hacker. Ist es jetzt der zweite Versuch, wieder an unsere Leichen heranzukommen. Der Tammy und ich, wir laufen und laufen, sind kurz davor. Der Goodget hat es schon geschafft, der ist schon da oben. Wir sind unterwegs beim ersten Mal. Der Tammy und ich sind den Cheatern über den Weg gelaufen, die kamen mit dem Auto an. Und dann wollte ich sie abschießen. Leider hat der eine mich überfahren und den Tammy hat er dann auch noch überfahren. Und der Tammy und ich, wir mussten noch mal einen zweiten Anlauf nehmen. Wir sind jetzt aber, wie gesagt, kurz davor, da oben anzukommen. Und laut Goodget sind unsere Leichen auch noch da. Dann haben wir den Abend nicht so erfolgreich, aber mit viel Laufen verbracht. Wir können uns doch bestimmt dann da oben auch noch mal ein Blutpack geben, hä? Ja. Oh, guck mal, da ist ein Wildschwein. Ja, das ist schon ein ganz schöner Schleif. Ein bisschen sauer bin ich schon. Aber was willst du machen, ne? Wir sind natürlich querfeld eingelaufen. Aber gut, man braucht bis hier hoch auf jeden Fall Viertelstunde, 20 Minuten bestimmt, hä, Tammy? Ja. Locker. Ja, und wenn man dann zwischendurch, wir haben uns ja in Elektro auch noch mit ein bisschen Lebensmittel eingedeckt. Jawohl, ich bin da. Suche noch. Ja, bloß was, da hat er Dings recht, das einzigste. Was natürlich weg sein wird, das wird dein Was denn? Dein Dings wird weg sein. Sag mal schnell, dein Fahrradzug. Genau. Da. Wer bin ich denn da? Naja, das war wenigstens etwas. Also erfolgreich war es nicht, diese scheiß Cheater, aber
Naja, was will man machen, ne? Ja, jetzt heißt es erstmal alles zu sortieren und zu machen. So, jetzt stehe ich da mit meinem ganzen Krempel. Ja gut, ein bisschen was musst du in der Leiche lassen. Bleibt dir gar nichts anderes übrig. Ich habe auch Schmerzmittel, habe ich da noch. Aber ich kann mir noch ein bisschen was in den Rucksack machen, sehe ich gerade. Eine Wasserflasche, also ich muss auch einiges drin lassen. Ich werde jetzt noch ein bisschen was essen. Ein bisschen zwei Fleisch. Dann kriege ich automatisch Blut, dann brauchst du mir auch keinen Dingsbums mehr geben. Streichhölzer, wenn du Streichhölzer noch brauchen solltest, aber du hast ja auch alles, ne? Eigentlich bin ich soweit gut bestimmt, ja. Gut, jetzt gucke ich nochmal hier rein. Ich habe ja wirklich eigentlich auch alles. Ich hätte jetzt noch einen Platz. Schmerzmittel vielleicht nur eins. Jetzt bin ich aber rappelvoll, bin ich. Verbandzeughammer. Eine Wasserflasche. Die Plätze nimmt die PDW. Hä? Die Plätze nimmt eigentlich die PDW. Wenn du die in den Rucksack machen willst, oder was? Ja. Sechse, sieben. Obwohl, ich tausche einfach gegen die M1911. War schade, aber. Ja, du kannst nicht alles aufheben. Nee. Was ich aber noch machen werde, ich werde. Die 17 ging da auch rein, ne? Hm. 1911 nicht, ne? Bitte? 1911 geht das da auch rein? Nein. 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 Ich bin am Überlegen, was mache ich denn? Ah, ich mache meine Leiche aber weg. Machst du deine auch weg? Ja, wenn ich soweit ist, ich bin klar. Ich weiß nicht. Close. Ich weiß nicht, kann man dem noch was ins Zelt legen? Nee, ne? Zelt war voll, ne? Ich glaube, das war ziemlich voll, ja. Ja gut, dann lass ich's. Dann mache ich meine Leiche weg. Ich habe ja alles und... Ja. Ade, Leiche. Hat er gar nicht genommen. Ich kann noch einmal auf meine Leiche gucken. Jagdmesser haben wir. Ach, jetzt ist er weg. Alles klar. So. Ja, liebe Zuschauer, ich will jetzt endgültig die Aufnahme erstmal beenden. Der Tammy ist noch dabei, seine Sachen zu sortieren. Der Good Cat ist schon fertig. Die Leiche werde ich auch noch verstecken. Reicht schon, wenn man die Fliegen dauernd hören muss. Tja, na, das waren mal interessante, einfach umgekippt. Ja, hast du deine, soll ich deine Leiche auch verstecken? Oder willst kannst du noch mal gucken, ob du noch was gebrauchen kannst, sonst hau sie weg. Gut, ah ja, doch, die 1911er Munition, die kann ich gebrauchen. Ja, siehst du. Rohes Fleisch hast du da noch drin. Ja, aber ich habe keinen Platz mehr. Hast du denn von allen etwas? Ja. War so ärgerlich. Ja, du hast nicht ganz unrecht, dass das ärgerlich ist, aber... Tja, was könnte man denn noch nehmen? Ich hätte einen einzigen Platz hätte ich noch. Ja. Danak? Ja, die will ich nach vorne holen. Ich habe jetzt dein Ding benutzt, um... Ich habe mir noch ein Dingsbums genommen, ein Schmerzmittel. So, jetzt habe ich drei Stunak vorne. Was ist mit dem Magazin? Bitte? Was ist mit dem 1911 Magazin? Ja, ich kann keine mehr aufnehmen. Warte mal, doch, ich werde... Du hast recht, ich muss...
Warum 4? Denn eine Macke oder was? 2 will ich vorne haben. 19, 11er. 19, 11er. Eine kann ich noch nehmen. So. Hallo? Warum nimmt er die nicht? Das ist alles so kurios hier. So, davon habe ich jetzt 6 Magazine. Da hätte ich jetzt auch noch einen Platz. Man kann sich so schlecht trennen, ne? Ja. So, ich habe sogar jetzt Antibiotikum. Das habe ich nämlich vorhin auch gefunden. Habe ich ganz vergessen zu sagen. So. Ich bin randvoll. Ich kann nichts mehr machen. Willst du noch mal gucken? Nee, ne? Schmeiß weg. Schmeiß weg. Das Fleisch, das tut mir so leid, ne? Naja, gut. Ist egal. Ich versteck sie, ne? Ja, mach mal. Gut. Ja, schade um deinen schönen Anzug. Aber wir werden bestimmt mal wieder neuen finden. So, und damit wünsche ich allen Zuschauern noch einen, ja, man kann ja schlecht sagen, schönen Abend, man weiß, wann sie es gucken, aber auf jeden Fall sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, und wieder begrüße ich euch zu einer weiteren Aufnahme DayZ. Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin... Also mindestens schon eine halbe Stunde dran und habe versucht, auf meinen eigenen Surfer, auf meinen eigenen öffentlichen Surfer zu kommen. Keine Chance. Keine Chance. Ich denke, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe den Surfer neu gestartet und habe es wieder versucht. Stundenlang geprobiert. Naja. Bisschen übertrieben, nicht stundenlang, aber ich habe es ein paar Mal probiert. Ja, was soll ich noch großartig sagen? Es hat dann irgendwann jetzt funktioniert und ihr müsst euch so das so vorstellen, ich bin so gespawnt. So. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Ich denke, ach du Scheiße, alles wieder weg und am Wasser. Am Wasser, das ist ja... Das ist ja... Na gut, das wäre ja noch in Ordnung gewesen, aber alles weg. Ja, und dann habe ich halt die andere Ansicht genommen, habe meinen guten Rucksack gesehen, meine gute Waffe und habe schon mal gemerkt, dass ich nicht alles verloren habe. Aber dass ich wieder hier unten gespawnt bin, in Pregorodny, das hier nebenan von Tscherno ist. Tscherno liegt ja hier hinter, in dem Berg. Das war natürlich sehr verwunderlich, denn ich war ja eigentlich, habe ich mich ausgelockt im Norden bei unserem Lager, welches in der Nähe von Dingsbums da ist halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Mir fällt jetzt absolut jetzt nicht der Name ein. Aber es ist schon ärgerlich. Naja gut, der hat mich halt nicht richtig gespeichert. Da oben, was auch immer. Ich will mir mal gerade die Karte holen. Ich melde mich gleich wieder. So, da bin ich wieder. Natürlich habe ich mir die Karte jetzt auf meinen anderen Monitor gemacht. Und jetzt kann ich euch natürlich sagen, was ich meinte. Bevor ich jetzt weiter anfange zu stottern. Ich meine natürlich unser Lager in der Nähe von Stary Sobor. Da hatte ich mich ja ausgelockt mit dem Tami. Wir sind ja wieder da hochgelaufen nach dem Hackerangriff bzw. den Cheatern, die da rumgelaufen sind und so weiter. Um es kurz zu fassen, ich mich eingeloggt und siehe da, ich bin auf einmal hier unten. Im Moment ist noch einer auf dem Surfer, weil ich, ja, ich sag jetzt mal, vor 15 Minuten habe ich ja den Surfer neu gestartet und
Naja. Nur einer bis jetzt auf dem Surfer. Vorhin waren noch ein paar mehr drauf, als ich versucht habe, auf den Surfer zu kommen. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt in der Nähe von Tscherno. Ich will mal gucken, was da so passiert. Aber dadurch, dass halt nicht so viele auf dem Surfer sein werden, wird auch nicht sehr viel passieren. Deswegen werde ich wohl die Aufnahme unterbrechen und ja, mich dann erst wieder melden, wenn ein wenig mehr los ist auf dem Surfer. Weil man kann auch so einiges ersparen. Weil es nützt ja nichts, wenn ich jetzt hier durch Tscherno laufe, eventuell das ein oder andere noch finde bzw. einsammle und nach Norden laufe. Das habt ihr ja erst mitgemacht, also das muss ich euch nicht wieder antun. Deswegen würde ich einfach sagen, Arrivederci, man sieht sich und vielleicht bringe ich diese Aufnahme überhaupt nicht irgendwie unter. Bis denn.